Die Situation im US-Bundesstaat Texas gerät außer Kontrolle nach einem verheerenden Wintersturm, den schlimmsten seit Menschengedenken. Der südliche US-Staat wird praktisch zum Ground Zero eines extremen Frostwinters in Amerika. Zwei Drittel der gesamten kontinentalen USA sind in eine Schockstarre gefallen mit extremen Temperaturen. Besonders schlimm ist die Lage in den texanischen Städten Houston und Dallas. Dort sind nach wie vor Millionen Menschen ohne Strom. Und hier gibt es auch eine heftige Debatte über genau jene Bezirke, wo der Strom abgestellt wurde. Das nämlich sind ärmere Bezirke, wo es dunkel ist, während im Hintergrund die Skyline von Houston hell erleuchtet ist. Auch das hat zu Wut und Empörung gesorgt bei den Betroffenen, und die natürlich frieren in ihren Häusern jetzt bereits den vierten Tag. Viele suchen einen Ausweg in ihren Autos, und das wird oft zur tödlichen Falle. Mehrere Menschen sind bereits gestorben an Kohlenmonoxid Vergiftung, darunter eine Mutter mit ihrem 10-jährigen Kind, einem Mädchen, ein wirklich tragischer Fall. Es ist noch keine Entspannung in Sicht in Texas. Die Kältewelle soll noch weitere Tage dauern. Niemand weiß, wann der Strom zurückkommen wird. Und auch im Rest der USA gibt es Meldungen über schwere Behinderungen durch das extreme Winterwetter. Hier in New York etwa wird für morgen ein neuer Schneesturm erwartet. Es kommt auch durch Eisregen zu zahlreichen Unfällen in mehreren Bundesstaaten. Insgesamt ist die Opferbilanz jetzt in den ganzen USA auf 31 Todesopfer geklettert.